Berufswelt wird immer stressiger. Leute haben psychische Probleme, haben organisatorische Probleme, ihren Alltag zu bewältigen. Das stört die Arbeit. Da wollen Sie ansetzen. Was wollen Sie tun? Genau, wir wollen speziell für kleine und mittelständische Unternehmen Lösungen schaffen, die eine effektivere Arbeitnehmerentlastung gewährleisten. Deswegen wollen wir der Partner dieser Unternehmen sein, um Lösungen zu generieren, die die Arbeitnehmer stressfreier machen. Lösung heißt zum Beispiel Putzfrau, zum Beispiel Kinderbetreuung. Wir sehen, dass die außerbetrieblichen Probleme ganz klar dazu beitragen, wie ich arbeiten kann, wie abgelenkt ich bin während der Arbeit, und hier wollen wir Lösungen schaffen. Das verstehen Sie aber nicht als so eine Arbeitsvermittlung. Nein, uns ist ganz wichtig, dass wir unsere Angestellten selbst einstellen, selbst qualifizieren und selbst betreuen, denn das ist ein großer Unterschied zu vielleicht schon vorhandenen Optionen im Privatkundenbereich. Wir übernehmen die Verantwortung und wir wollen unsere Mitarbeiter fördern. Frau Schäffler, Sie arbeiten hier, Sie promovieren gleichzeitig, Sie haben eine 17 Monate alte Tochter. Das ist der typische Fall von jemandem, der noch richtig Stress haben könnte. Erleben Sie das im Alltag, dass der Alltag schwer zu organisieren ist? Ich habe zwar ein gutes familiäres Netzwerk und trotzdem gibt es immer wieder Stunden, in denen ich gerne eine zusätzliche Betreuung hätte und die schwer zu organisieren ist, oder wo ich auch dann leider mal die Arbeit liegen lassen muss, weil ich keine Betreuung finde. Also ich denke, da ist ein großer Bedarf, insbesondere die Randzeiten abzudecken. Jetzt gibt es ja große Unternehmen, die beispielsweise, wir gucken hier nach draußen, da ist die Universität, Kindergärten eingerichtet haben. Bei kleineren Unternehmen gibt es da häufiger Probleme. Die Resonanz ist groß, also es gibt ein großes Interesse, insbesondere dann wirklich nach den Kita-Zeiten, also wenn dann ein Kita-Platz da ist, hier noch eine zusätzliche Betreuung zu gewährleisten, also beispielsweise vielleicht von 16 bis 18 Uhr, also da wirklich als komplementär zu den staatlichen Einrichtungen zu stehen. Ich glaube, die Unternehmen haben ein sehr großes Interesse, für ihre Arbeitnehmer einzustehen, ihre Fürsorgepflicht auch wahrzunehmen und hier auch tatsächlich für eine Erholung und Entspannung der Belegschaft zu sorgen, um dann natürlich im Endeffekt auch produktive und motivierte Mitarbeiter zu haben.